Geoffrey Bailden als Kettwiesel. Nach einer Erzählung von Richard Carpenter. Adamkos. Singt die Fliege, zum und rum, seid recht flink, weil ich euch sonst kriege. So, Adamkos, mit diesem Dolch durchstoße ich sogar eine Pusteblume. Große Mutter Tanit, dich rufe ich. Komm, du magischer Zauberknochen, rede zu mir durch deine Geister. Oh, ihr großen Geister, kommt zu mir. Ich erwarte euch. Nichts klappt. Ich befehle euch, ihr Geister, sprecht zu Kettwiesel, dem Meister des geheimen Pfades. Sterben musst du, Schuft von einem Briten. Schweig! Du hast mir auf die Finger gehauen. Tut mir leid. Hey, hört mit dem Unfug auf. Kommt her, helft mir lieber ein bisschen. Komm. Woran liegt's denn? Na, ich finde den Fehler nicht. Wir werden noch zu spät zur Probe kommen. Ach, Burg Saburak, wo bin ich denn nun? Oh, mir brummt mein Kopf. Wo bin ich? Oh, Vergangenheit und Gegenwart sind eins. Oh, 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 oh. Ah, hört nichts. Wir wagen es hin. Und was wollen wir nun tun, Sam? Laufen, was sonst? 5 Meilen? Versuchen wir es lieber noch mal. Du verflixter Zauberknochen, zauberst Normannen herbei, um mich zu ärgern. Gab, Gabba, Araba. Ich bringe ihnen eine Fliegenplage. Jemand kommt. Du bist es. Beeil dich, du Wurm, sonst sehen dich die Normannen. Was haben sie gesagt? Sie umzingeln mich. Wer? Die Normannen. Der Zauberknochen hat sie herbeigerufen. Ach, fangen Sie nicht wieder so an. Hören Sie, Kettwiesel, wir leben im 20. Ich Jahrhundert. Ich habe sie doch mit eigenen Augen gesehen. Ich das schwöre ist unmöglich. Es, ich schwöre es bei Adamkos. Was ist denn passiert? Adamkos ist weg. Ach, sicher haben Sie den Dolch irgendwo verloren. Adamkos. Ach, nicht so aufgeregt. Sie finden ihn schon wieder. Was soll denn das Gejammer? Es ist doch nur ein Dolch. Ich kaufe Ihnen einen neuen. Was heißt denn einen neuen? Kannst du das nicht verstehen? Was verstehen? Ich sterbe, wenn Adamkos nicht da ist. Was? Ohne ihn entflieht die Lebenskraft. Ich friere, mein Blut wird schon kalt. Weil Sie zu wenig anhaben. Bei Sonnenuntergang bin ich schon tot. Kettwiesel, Sie sind doch recht dumm. Wo haben Sie ihn denn zuletzt gehabt? Dicht bei den Normannen. Okay, kommen Sie. Wir werden ihn schon wiederfinden. Halt! Die Normannen. Wenn Sie das Wort noch einmal erwähnen, einmal nur noch, dann erschlage ich Sie. Erschlagen? Mich? Nun kommen Sie.
Schieben wir ihn auf die Seite. Los. War es auch wirklich hier? Ja, Bruder. Da kann er stehen bleiben. Halt! Da sind sie. Das soll ein Mann sein? Ja, ja. Können Sie nicht gucken? Das ist doch Sam. Was? Sie wollen zur Probe für die Vorstellung. Vorstellung? Westburn im Lauf der Zeiten, ein historisches Festspiel. Sie führen es jedes Jahr wieder auf. Daddy ist im Vorstand. Da ist er. Ja. Ich fühle es genau. Ich bin schon fast hin. Tag, Boss. Das habe ich geahnt. Wo fehlt's denn? Anscheinend ist der Motor endgültig beim Teufel. Nichts mehr zu machen. An Altersschwäche gestorben. Lauf zurück zur Farm. Ich fahre euch dann nach Westburn. Ja, okay. Vielen Dank. Harold sollte im Theatersaal die Sitze nummerieren. Habt ihr ihn unterwegs getroffen? Haben wir nicht. Übrigens, das hier. Gehört er einem von euch? Nein, nicht mir. Ich habe ihn da gefunden. Wie kommt er wohl her? Ein merkwürdiger Dolch. Vielleicht ist er was wert. Steigt ein und wende den Wagen, Sam. Sobald Sie weg sind, brauchen wir ihn nur zu holen. Ich habe gewusst, dass es einfach ist. Habe ich mir gedacht. Im Haus ist Harold nicht. Wenn der verschwinden kann, dann tu das. Wer weiß, vielleicht ist er schon da. Das wage ich nicht zu hoffen. Kettwiesel, da ist er sicher nicht. Adamkos. Ha! Na, du liebes Vieh. Ja. 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 Ja, 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 ja. Was soll denn dieser Unfug? Du möchtest den wohl heiraten, wie? Tja, er ist nirgendwo zu finden. Ach, oh weh, was soll nun aus mir werden? Na, fangen Sie doch nicht schon wieder an. Sie beten sich nur ein, krank zu sein. Mistkäfer. Ach, Ihnen fehlt wirklich nichts. Kommen Sie, stehen Sie auf. Schon wird mein Blut zu Eis. Warten Sie. Sie kriegen einen Schnaps. Ist das etwa ein Zaubertrank? Ja, schnell runterkippen. Der wärmt Sie auf. Mhm. Mhm. Oh. 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 Oh.
Nun haben Sie sich doch nicht so. Ich brenne. Ich brenne. Sonst hilft er ja nicht. Du hinterlistiger Wurm. Nun leben Sie wieder. Du blauäugiger Mistkäfer. Und was noch? Du hartnäckiger, schmutziger, von allen Teufeln gerittener Hanswurst. Hm? Du. Ach, das reicht schon. Ist denn jetzt wieder wärmer? Wo ist Adam Koss? Ja, wo könnte er sein? Zum Tode verurteilt. Schnell noch einen Cognac. Du bist ein Dämon. Du bist nur hier, um mich zu plagen. Was für ein Unsinn. Können Sie das nicht verstehen? Ich versuche doch nur, Ihnen zu helfen. Begreifen Sie das nicht? Ach. Wir finden Adam Koss. Ich verspreche es. Noch vor Sonnenuntergang? Wo hat er den Dolch hingelegt? Ach, vorwärts, Kettwiese. Ich denke, Sie sind ein Zauberer. Mitunter, aber auch nicht. Ach, wir vergeuden nur unsere Zeit. Was hast du gesagt? Vielleicht ist er gar nicht hier. Nicht hier? Vielleicht hat Daddy ihn nach Westbern mitgenommen. Dann müssen wir ihm folgen. Aber das würde er doch nicht tun. Es sei denn... Was, mein Bruder? Er will ihn verkaufen. Nein, Schatz, nein. Ich bin jetzt sehr beschäftigt. Du weißt doch, für Robin Hood ist heute Kostümprobe. Ach, was soll's. Aber ich kann hier nicht stundenlang sitzen und telefonieren, nicht wahr? Also, auf Wiederhören. Letztes Jahr habe ich Ihnen schon gesagt, dass mir das zu viel wird. 45 Kostüme, Mr. Bennett, das ist doch ein Witz, nicht? Sind Sie schon dort gewesen? Ich habe Sam zur Probe gebracht. Ich muss sagen, es ist recht chaotisch, aber es klappt sicher bei der Aufführung. Die Kostüme sind alle fertig? Ich habe das letzte heute Morgen gegen 3 geliefert. Mir fehlen noch Quasten, Bommeln und Gebamsel. Ach, bin ich fertig. Halten Sie sich das mal an, Mr. Bennett. Hm? So. Na, was sagen Sie, blau oder rot? Ich würde sagen... Blau, das, danke. Für wen ist das vorgesehen? Mrs. Thomas, oh. Jungfrau Marion. Die macht einen Wirbel. 8 Anproben. Ich war fix und fertig. Sam läuft schon die ganze Zeit im Kostüm herum. Alle Soldaten sollten kostümiert kommen, 30 Mann im Zelt umziehen. Das ist ja fast wie Sodom und Gomorra. Fürchte ich auch. Hoffentlich halten die Nähte. Wissen Sie noch Carmen im vorigen Jahr? Ich wusste nicht, wo ich hinsehen sollte. Ach, ich will Ihnen ja etwas zeigen. Oh. Wo haben Sie den Dolch her? Gefunden. Ob er was wert ist, was schätzen Sie? Weiß ich nicht. Ich handle mir mit Porzellan und Glas. Viel wert ist er nicht. Wollen Sie ihn verkaufen? Wollen Sie ihn? Sie können ihn gerne haben. Ach, vielen Dank. Ich möchte nur nicht, dass mein Sohn so ein gefährliches Ding in die Finger kriegt. Danke. Übrigens habe ich immer noch die Karaffe, die Ihnen so gefällt. Nein, ich kann sie mir leider im Augenblick nicht leisten. Ach, die wartet auf Sie. Ich habe sie gut hinter Sarah Bernard versteckt. Ich war geistig umnachtet, als ich diese Sphinx gekauft habe. Schon bei ihrem Anblick kriege ich Schüttelfrost. Ja? Nein, die habe ich schon vor einer Stunde geschickt. Nein, Fluttertux trägt seine eigenen Sandalen. Ja, sobald ich kann. Auf Wiedersehen. Oh, sind Sie im Augenblick sehr beschäftigt? Nun, ich... Würden Sie mir bitte beim Zusammenpacken der Sachen behilflich sein? Hm? Die Leute sammeln heute alles. Ich habe einen Freund, der Schuhcremedosen sammelt. Und eine Frau drüben in Benton hat über 400 Gartenzwerge. Das hier bitte auch, ja? Ich wüsste nicht, wo er sonst sein könnte. Mr. Milton ist Antiquitätenhändler. Der kauft solche alten Sachen. Ich gehe ein, wenn ich ihn nicht wiederbekomme. Das dürfen Sie mir nicht antun, Kettwiese. So, dieser Korb kann auch abgeholt werden. Also... Ich muss weg. Ich bin ein fürchterlicher Kerl. Habe ich Sie aufgehalten? Natürlich nicht. Ich muss mich jetzt aber um die Aufführung kümmern, ob alles richtig läuft, hoffentlich. Wiedersehen, Leslie. Wiedersehen, Mr. Bennett. Und vielen Dank für den alten Dolch. Bitte.
Wo ist nun das Türschild hingekommen? Der Laden ist geschlossen. Ob Adamkos da drinnen ist? Wenn Daddy ihn verkauft hat, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ist das ein Zauber? Nein, das heißt nur, dass wir nicht rein können. Und wenn ich ein Zauberwort spreche? Besser wäre ein Schlüssel. Oh, Tür, ich befehle dir, unterwirf dich mir. Einbrecher müssten sie werden. Worte meiner nicht, Junge. Betarsche simschet barschemos tetragrammaton. Ach, Unsinn, Kent Wiesel. Ein Schlüssel ist nö... Einen Schlüssel? Wozu den? Wie hat das funktioniert? Oh. Was Sie hier auch tun, Mäuschen still sein, ne? Sie dürfen hier nichts kaputt machen. Guten Tag, Harold. Guten Tag, Mr. Milton. Dein Vater war eben hier. Ich denke, es ist geschlossen. Ich habe das Schild hingehängt, um Kunden fernzuhalten. Ich bin zu sehr beschäftigt mit diesem ganzen Zeug. Würdest du mir helfen? Ja. Oh, ich wäre dir dankbar, wenn du auf das Telefon aufpassen würdest. Ich muss was einkaufen. Ja, selbstverständlich. Oh, vielen Dank. Ich bin sofort zurück. Wo ist denn nun Adamkos? Wir müssen ihn suchen. Mein Tod steht mir bevor. Da. Was? Sie Dummkopf. Das sind Sie doch, in einem Spiegel. Ich? Was haben Sie? Ich habe es gewusst, es ist Eis in meinem Blut. Warum so aufgeregt? Wir haben noch Zeit genug, um Adamkos zu finden. Hier, das schmilzt das Eis in den Knochen. Eine Menschenhaut. Was, mit Knöpfen? Nun kommen Sie. Nein, nein. Das geht in Ordnung. Mr. Milton schimpft nicht. Ich bezahle es ja. Na? Trara! Da gehen wir rein. Nanu, Harold? Harold, guten Tag. Guten Tag, Sam. Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst die Sitze nummerieren? Ich mache Telefondienst für Mr. Milton. Wo ist er denn? Alles jammert nach den restlichen Kostümen. In dem Korb sind anscheinend Ritterrüstungen. Ja, als dann. Es ist wohl besser, wenn wir erst den Weg frei machen. Okay. Kommen Sie raus. Nein. Das müssen Sie aber. Die sind gleich zurück und dann tragen Sie diesen Korb raus. Ich stehe nicht auf. Los, raus.
Wo ist Adamkos? Das ist keine Organisation, Sam. Das ist Chaos. Naja, ist ein ziemliches Durcheinander. Fertig? Zugleich. Oh. Ist leer. Den hier noch. So wie Mr. Welton zurück ist, kommst du zu uns ins Westburn-Haus, hm? Ja, Daddy, ja. Okay, Sie können rauskommen. Ich kann nicht, es geht nicht. Sie müssen den Deckel aufdrücken. Mach ich ja, aber es geht wirklich nicht. Sie müssen lauter sprechen, ich verstehe Sie nicht. Ich drücke so sehr, ich kann, der Deckel geht nicht auf. Augenblick. Wie? Ich werde mal wackeln, vielleicht geht er dann auf. Kettwiese, sagen Sie was. Ist was passiert? Adamkos. Was meinst du? Was Sie... Sie sind gerettet, gerettet! Adamkos, juhu! Hast du das gesehen? Was? Der Sarg. Der Sarg mit der Mumie. Ich fürchte, Sie sind überarbeitet, Mr. Milton. Ich möchte dir Dank sagen, mein Bruder. Schon gut. Ich hab gewusst, wir kriegen ihn wieder. Nein, nicht für Adamkos bedanke ich mich. Für die neue Kleidung. Sie ist angenehm. Ja, ich hab doch gesagt, dass wir was Warmes brauchen. Ja, du bist wirklich mein Zauberbruder. Ivo. Hier, essen Sie eine Banane.